Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, hier ein wunderhübscher Perleidechsenmann, ne? Perleidechsen Timon Lepidus. Also früher war es Lacerta Lepidus, ne? Mittlerweile sind die in eine andere Gattung gekommen, Timon Lepidus. Wunderhübsches Männchen. Wie gesagt, früher Lacerta, nah verwandt mit unseren einheimischen Eidechsen. Und den wollte ich euch heute zeigen. Das Thema heute, meine erste Schildkröte, beziehungsweise mir wollt, oder ich möchte das Ganze ein bisschen eingrenzen. Das wird meine erste Landschildkröte. Ne? Ich persönlich, vor etlichen Jahren, wo wir das Geschäft begonnen haben, haben wir auch Wasserschildkröten verkauft. Irgendwann haben wir gemerkt, oh, die Wasserschildkröten, die kommen oft zurück. Die machen ja doch relativ viel Arbeit mit dem Wasserfiltern. Die Leute kaufen sich's, die Landschildkröten damals waren billig, da gab es die Rotwangen und sonstiges, haben die Leute sich billig gekauft, weil sie eine Schildkröte wollten. Da haben sie gemerkt, macht viel Arbeit und irgendwann ein halbes Jahr oder ein Jahr später hätten wir die Schildkröten wieder alle zurücknehmen sollen. Dann haben wir irgendwann gesagt, nee, das mit den Wasserschildkröten lassen wir, weil letztendlich, wie gesagt, es oft ein günstiger Ersatz ist für die Landschildkröten. Ne? Das ist bei uns in Deutschland so, es gibt andere Länder, Japan, China, da sind die Wasserschildkröten wirklich ein Riesenboom. Die Leute haben wahnsinnig Freude dran. Aber jetzt, wie gesagt, für den europäischen Markt würde ich mal sagen, dass die Landschildkröten doch das sind, was die Leute, wo sie mehr Begeisterung oder wo sie auch wirklich ihr Leben lang haben. Es ist tatsächlich so, die Leute, wo sich eine Landschildkröte kaufen, die meisten haben die Tiere wirklich dann ihr Leben lang, weil sie einfach tolle Terrarientiere sind, nicht viel Arbeit machen und irgendwie habe ich den Eindruck, die Menschen eine relativ hohe Beziehung zu einer Schildkröte aufbauen, also noch mehr wie zu einer Schlange oder zu einer Echse. Ne? Das Ganze unterscheiden wir in zwei Arten von Landschildkröten oder zwei Sorten. Zum einen sind es die europäischen, also hier habe ich jetzt eine Testudo Hermanni Böttgeri, eine klassische griechische Landschildkröte für euch zum Zeigen. Das ist so ein ist schon ein altes Tier, aber jetzt nicht besonders groß. Das ist so eine kleine bis durchschnittliche Größe, beziehungsweise Weibchen werden ungefähr so, vielleicht ein bisschen größer. Die Männer können noch deutlich größer werden. In dem Fall ein relativ höckriges Tier, kann ich in dem Fall auch gleich drauf eingehen. Wenn die Tiere nicht gut gehalten werden, kein passendes UV-Licht haben, werden die relativ höckrig oder wenn sie auch zu trocken gehalten werden. Das sind dann solche Tiere, die kriegen wir dann doch manchmal als Rückläufer, zudem es noch in dem Fall ein Männchen ist, kommen die zurück und sehen dann meistens so aus. Aber hier mal zum Zeigen eine griechische Landschildkröte. Dann kommen wir jetzt ebenfalls zu einer anderen griechischen Landschildkröte. Das, was wir gerade gesehen haben, war eben Testudo Hermanni Böttgeri. Man sagt auch Ostrasse dazu. Das hier ist die Westrasse, die Testudo Hermanni Hermanni. Westrasse ist insgesamt ist die ein bisschen dunkler, ne? Also ein tieferes Schwarz, Schwarz-Gelb-Kontrast. So, das ist wegen so das, wie man es von oben einigermaßen erkennen kann. Man sieht es als ganz gut auch im Bauchpanzer. Die Weststraße hat einen durchgehend schwarzen Bauchpanzer. Die Oststraße hat noch größere helle Anteile da drin. Ne? Das ist so ein bisschen da, wie man es unterscheiden kann. Es gibt allerdings auch Hybriden oder Bastardisierungen inzwischen zwischen Ost und West. Deswegen ist natürlich wichtig, dass ihr die aus einer guten Quelle habt und sicher sein könnt, wenn ihr die Weststraße kauft, dass die auch reinrassig sind. Ein gravierender Unterschied ist die Größe. Die Weststraße bleibt deutlich kleiner. Das Tier, wo ich jetzt habe, ist so ja, dreiviertelwüchsig, beziehungsweise für ein Weibchen. Also die Weibchen bleiben kleiner. Weibchen sind in der Größe dann schon fast geschlechtsreif. Die Männchen werden vielleicht noch ein kleines Stück größer. Also so, wie soll man sagen, wie so ein kleiner Handteller wird ungefähr ein Männchen groß. Ne? Also diese Hermanni Hermanni ist die kleinste Art der europäischen Landschildkröten und von dem her auch wirklich recht beliebt als Terrarientier. Dann kommen wir hier zu den größten Europäern. Das ist eine Testudo marginata. Marginata sagt man auf Deutsch Breitrandschildkröte. Der Ausdruck kommt daher, weil die einen relativ ausladenden Rückenpanzer haben, gerade so über den Hinterfüßen. Das ist auch ebenfalls so ein
halbwüchsiges Tier, circa 7-8 Jahre alt. Die Testudo marginata werden deutlich größer. Also die Männchen können über 30 cm groß werden, die Weibchen vielleicht so 20, 25 cm bis knapp 30 cm. Also sind, wie gesagt, die größten Europäer, sind von der Farbe insgesamt ein bisschen heller, haben fast wegen, oder als Jungtier finde ich, sehen die fast wegen aus wie Marzipan, ne, haben so dieses schöne beige-braun. Und ebenfalls eine ganz tolle europäische Landschildkröte, wirklich pflegeleicht, also tolles Terrarientier. Das vierte Tier im Bunde ist die maurische Landschildkröte, Testudo graeca. Gibt es auch verschiedene Unterarten, Graeca ibera, Graeca terrestris, gibt es noch einige mehr. Das ist die maurische, wie gesagt. Von der Größe her ist sie ungefähr gleich wie die griechische. Vom Aussehen, Größe relativ ähnlich, ist eigentlich auch so die klassische Schildkröte, die man seit 10, 20, 30, 40 Jahren in Europa zu kaufen bekommt. Ebenfalls tolles Terrarientier, klimatisch robust, wirklich ein wunderschönes Tier, wie gesagt, an die verschiedenen Verbreitungsgebieten, Gebiete Ibera oder Terrestris zum Beispiel, die noch einiges gelber, einiges heller sind, wirklich tolles Terrarientier. Jetzt kommen wir von den europäischen Schildkröten zu den tropischen, beziehungsweise dann erstmal eine kurze Zwischeninformation. Die Europäer haben alle eine Winterstarre, ne? Oder machen eine Winterruhe, Winterschlaf. Da gibt es verschiedene Ausdrücke, der richtige wäre Winterstarre. Ganz wichtig, die brauchen das. Ich muss die wirklich 2, 3, 4 Monate im Winter unter 10 Grad runterkühlen, damit die ihre Winterruhe halten können. Das ist ein ganz markanter Punkt und sozusagen ein gravierender Unterschied zu dem, was jetzt kommt. Ja, jetzt kommen die tropischen Landschildkröten. Hier als Einstieg gleich ein ordentlicher Brocken, eine Spornschildkröte, ne, afrikanische Spornschildkröte, Geochelone sulcata. Spornschildkröten sind unheimlich aktive Schildkröten, die marschieren den ganzen Tag. Die buddeln, die graben, ne, wenn ihr einen Garten habt, also die graben euch da Gänge rein, die werden bald einen Meter tief, je nachdem, oder je nach Größe von den Tieren natürlich. Also wenn ihr was Lebendiges, was heißt Lebendiges, wenn ihr was Aktives haben wollt, was wo den ganzen Tag umtreibt, dann kann ich euch so Sulcadas empfehlen. Die sind wirklich die ganze Zeit am Machen, kann Vorteile, aber auch Nachteile haben. Wie gesagt, die gräbt euch den ganzen Garten um, macht riesige Gänge im Garten. Und hinterher sieht der Garten aus wie ein Schlachtfeld. Zur Größe noch, also die Sulcadas werden relativ groß, gehören nicht zu den allergrößten, wie jetzt, was wir nachher noch drauf kommen, aber sie werden relativ groß. Also adulte Tiere können bis 50 cm groß werden, 50, 60 cm, haben dann ein Gewicht von, ich schätze mal, zwischen 50 bis 70 Kilo ungefähr. Also das wären schon ordentliche Brocken, die Sulcadas. Das müsst ihr euch bewusst sein, wenn ihr euch sowas anschafft, dann braucht ihr viel Platz und müsst den wirklich früher oder später wirklich sehr viel Platz zur Verfügung stellen. Der zweite recht bekannte Afrikaner sind die Pantherschildkröten. Ist ein bisschen ähnlich wie bei den Spornschildkröten, werden nicht ganz so groß, werden aber auch ordentliche Tiere. Also Geochelone pardalis, da gibt es zum einen die Pardalis babcocki, das ist die, wo man relativ häufig kriegt. Wie gesagt, werden fast so groß wie die Sulcadas, ne? Können schon solche Klopper werden. Sind vom Verhalten ähnlich, relativ aktive Tiere, wie gesagt, kommen aus Afrika, Ostafrika genauer genommen. Und dann gibt es noch die Geochelone Pardalis pardalis, das ist die südafrikanische Unterart, die bleibt deutlich kleiner, ist aber deutlich seltener in der Terraristik zu bekommen. Dann haben wir hier was besonders Hübsches aus meiner Sicht. Das ist eine Strahlenschildkröte, Geochelone radiata. Sind relativ seltene Tiere, kommen aus Madagaskar. Beziehungsweise man muss sagen, sie werden gar nicht mehr so selten gezüchtet, sie werden einigermaßen häufig in der Terraristik gezüchtet. Die Tiere sind Anhang A, das heißt, sie stehen unter höchstem Artenschutz. Man braucht dringend CITES-Papiere dafür.
Wie gesagt, sie werden mittlerweile recht häufig gezüchtet. Deswegen, glaube ich, bekommt man sie in der Terraristik eigentlich fast, oder womöglich früher oder später werden die in der Terraristik häufiger sein wie in der Natur, ne, weil sie sich doch gut züchten lassen. Und von Züchtern dann kann man die erwerben. Ne? Also wunderschöne Schildkröte, der Name Strahlenschildkröte ist ja klar, wo er herkommt. Das sieht man schon, die haben diese hübsche Strahlenzeichnung hier auf dem Rückenpanzer oder an den Seitenpanzern. Ist eine mittelgroße Art, also große Tiere sind so vielleicht 40 cm groß. Ich würde sagen, dass sie so mit gut 20 cm geschlechtsreif sind. Ne? Wir haben es schon mal in der Mauritius-Folge vorgestellt. Da seht ihr auf der Zuchtfarm in Mauritius, wo die gezüchtet werden. Da habt ihr noch mehr Informationen zu der wunderhübschen Strahlenschildkröte. Ein weiteres super schönes Terrarientier für die Leute, die wirklich viel Platz haben, sind die Aldabra-Riesenschildkröten. Aldabrachelys gigantea. Mit den Galapagos-Schildkröten die größte Schildkröte, die es auf der Welt gibt. Also adulte Tiere können bis 80 cm lang werden, 200-300 Kilo schwer. Hier ein Jungtier, das ist gerade mal 4-5 Monate alt. Wenn ihr sowas euch anschafft, seid euch bewusst, die brauchen wahnsinnig viel Platz, die wachsen doch relativ schnell. Aber wenn ihr den Platz zur Verfügung habt, ein wunderschönes Terrarientier natürlich. Ne? Auch von der Intelligenz her. Also macht einfach so den Eindruck, die Tiere, wo größer werden, sowas wie die Giganteas, dass die schon von der Intelligenz her noch mal ein Stück weiterentwickelt sind, wie sie sich verhalten, wie sie den Pfleger erkennen oder sowas. Ne? Also wirklich ein super schönes Terrarientier. Ebenfalls häufig in der Terraristik ist die Sternschildkröte, Geochelone elegans. Auch wunderhübsche Tiere kommen aus Sri Lanka, Indien, diese Richtung, ne? Südasien. Wunderschöne Schildkröten, auch mittelgroß, also klein bis mittelgroß, würde ich sagen, werden circa 30 bis 40 Zentimeter als adulte Tiere, ja, maximal 40. Werden in der Terraristik auch relativ oft gehalten, werden mittlerweile auch erfolgreich nachgezüchtet. Definitiv eine Schildkröte, die in der Terraristik auch einen tollen Platz hat. Das war jetzt wieder einmal im Schweinsgalopp durch die Schildkröten-Terraristik. Das ist natürlich alles völlig oberflächlich, beziehungsweise paar Maße. Wenn ich sage 30, 40 Zentimeter, wird der eine von euch jetzt oder andere auch sagen, ah, stimmt ja gar nicht, die wären 45 Zentimeter oder sowas. Das war jetzt einfach mal ein grober Überblick. Was natürlich gefehlt hat, was wir einfach hier nicht unterbringen können, ist die Haltung von den Schildkröten. Dazu gibt es aber eine extra Folge, ne, über Haltung von Schildkröten. Schaut euch die an. Einfach als ganz wichtiger Punkt, die Beleuchtung ist das A und O in der Schildkröten-Terraristik. Die brauchen viel UV-Licht, extreme Helligkeit, die Wärme über die Beleuchtung, brauchen die eine hohe Wärme. Also die Lampen sind das A und O in der Haltung von Schildkröten. Ja? Ganz wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt, gibt es auch eine extra Folge drüber, ist die Ernährung von Landschildkröten. Ja? Ihr dürft ja nicht einfach irgendwie so Charivari mit irgendwelchen Pellets womöglich Tag ein, Tag aus füttern. Die brauchen wirklich eine gute, sehr faserreiche Ernährung, ganz wichtiger Punkt, Mineralien dazu füttern, aber wie gesagt, da gibt es eine extra Folge drüber. Jetzt habt ihr einen groben Überblick gekriegt, schaut euch die zwei anderen Schildkrötenfolgen an und dann habt ihr einen guten Einblick in die Terraristik der Schildkröten. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.